Hallihallo, herzlich willkommen zu einer wundervollen letzten Folge für diesen Stream, aber natürlich nicht letzte Folge für dieses Let's Play und wir befinden uns bei Goodbye Deponia. So, wir haben jetzt hier unten Hänsel und Gretel, Hansel und Gretchen getroffen und den guten Rostig. Und ja, mal gucken. Und schon schreibt, moin Mami, ich bin im Fernsehen. Gut. Schön. Mami, Jojo, Mami, Fernsehen. Gut, wir gucken mal. Vielleicht Na, da habe ich mir was eingebrockt. Genau, vielleicht kriegen wir ja noch irgendwas aus denen raus. Ne? Na, da habe ich mir was eingebrockt. Gut. Gretchen. Sitzt! Platz! Na, hören Sie mal, wir sind doch keine Hunde. Das kann man wohl sagen. Hunde sind intelligent und verstehen einfache Kommandos. Eben, ihr habt weder Platz noch Sitz gemacht jetzt gerade, ne? Also, kann ja wohl wahr sein. Sitzt! Platz! Wir sind doch keine Hunde. Das kann man wohl. Hunde sind. Sitzt! Na, wir sind doch. Das kann man wohl. Hunde sind. Ja, gut. Okay, dann halt eben nicht. Hier gibt's auch nichts. Dann gehen wir bloß hierher. Und jetzt kommen wir bestimmt dort rüber in das. Oh, nee, kommen wir nicht. Schade. Hey, wenn ich euch nicht helfe, müsst ihr mir auch nicht hinterher dackeln. Ich befinde mich auf einem gefährlichen Abenteuer. Aber wir brauchen doch ihre Hilfe. Und ich sage euch, das ist nichts für Kinder. Ihr könntet in ein Plasmagefecht geraten. Oder gleich von dieser Hexe da drüben aufgefressen werden. Also wenn ihr mich fragt, sieht die ganz schön hungrig aus. Na also, ich verbitte mir solche Unterstellungen. Ich esse doch keine Kinder. Da ist viel zu wenig dran. Ja, was treiben Sie denn dann hier? Ich sammle alte Flaschen und verkaufe sie dem Sewers Inn. Hier unten gibt es einen Pub? Na wunderbar. Ich könnte durchaus... Augenblick mal. Ihnen ist nicht zufällig ein Behälter mit einer grünen Flüssigkeit untergekommen? Doch. Und ich habe die 5 Zloty dafür bekommen. Großartig. Siehst du, Goal? Ich hab doch gesagt, ich rette dich. Brabbelfasel. Ah? Gut, also erstmal hier noch ein Ei. Mimikri-Schnabeltier. Mimikri! Ach, sag bloß. Also hier haben wir nochmal Flugschnabel. Wasserschnabel haben wir schon. Ich bin schon wieder von das... Immer die falsche Seite suche ich mir raus. Wer konnte denn jetzt ahnen, dass das jetzt genau die 15 ist? Sieht aus wie eine Pistazie, ne? Und das, was rauskommt, auch. Gut, lassen wir das. Okay, hier hinten geht's irgendwie lang. Da geht's zur Laterne. Da. Aus Setzigendorf, okay. Man braucht keine mykologische Ausbildung, um zu erkennen, dass dieser Pilz hier vollkommen ungefährlich ist. Genau, außer dass es nicht ist. Aua! 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 Ich muss das mal ganz kurz speichern. So. Was gibt's denn hier drüben? Aua! Was? Man braucht keine mykologische Ausbildung, um zu erkennen. Ja. Aua! Alter. Dedelik, was ist nur falsch mit euch? Man braucht keine mykologische Okay, der sagt immer dasselbe, ne? Gut. Du isst gerade Pistazien, das passt ja. Dann lass es dir schmecken und denk dran. Unter dem Mikroskop sehen die so aus wie das Mimikri-Schnabeltier. Gut. ja, dann lass uns doch mal mit der Pfanne. Welches tragische Schicksal hat diese arme Kreatur nur in die Kanalisation verschlagen? Es ist kalt, nass,
dreckig. Und es gibt sogar gruselige Hexen, wie die da. Armer, armer Rufus. Ja, nee, ist klar. Hallo nochmal, ungnädige Frau. Ah, da ist ja der junge Vater wieder. Das sind nicht meine. Sie scheinen das anders zu sehen. Ja, aber ich hab's mir nicht ausgesucht. Glaub ich dir gerne, falls du einen Tipp willst. Mama Cosimas selbst gehäkelte Schlupftüten sind extrem reißfest. Was? Was? Oh nein, diese Bilder. Oh, diese Bilder am Kopf. Oh Gott, nein, nein. Wo ist hier eigentlich der Ausgang? Aus der Kanalisation? Es gibt keinen. Wer einmal hier unten gelandet ist, ist dazu verdammt, auf ewig hier zu bleiben. Auf ewig. Dafür, dass Sie keine Hexe sind, schlagen Sie aber ganz schön auf die Kacke. Entschuldigung, seit ich die Pille abgesetzt habe, leide ich permanent unter diesen seltsamen Stimmungsschwankungen. Wo haben Sie die Nukleinsäure noch gleich hingebracht? Ich habe sie für die 5 Slotti an das Suez Inn verkauft. Life sagt, es sei eine Art Superdünger. Aber es war mein Superdünger. Das konnte ich nicht wissen. Immerhin werden ständig passable Düngemittel in die Kanalisation gespült. Und es passiert eher selten, dass Leute hinterher kommen, um Besitzansprüche anzumelden. Das war Smudo. Cowboy Dodo ist Smudo und nicht Thomas D. Entschuldigung. Aber ich war bei Fantastischen Vier, war ich richtig. Immerhin. Und daran erkennt man nur wieder, dass ich es nicht, also dass ich es einfach schon viel zu lange nicht mehr gehört habe. Gut, alles klar. Ich weiß, was ich morgen machen werde. Gut. Sie haben also 5 Slotti? Ja. Alle 5. Hä? Hier in der Kanalisation gibt es nicht viel Geld. Genauer gesagt, es gibt exakt 5 Slotti. Und im Augenblick gehören sie mir. Klingt nach einem sehr überschaubaren, stabilen Währungssystem. Das war es. Bis Hedgefonds und Spekulationen am Finanzmarkt zu massiven Leistungsbilanzdefiziten führten. Ja, ja, verstehe. Ja, nee, klar. Was, man kann mit Smudo Flugzeug fliegen? Hat er jetzt seinen Flugschein gemacht, oder was? Sagt mal, aber 5 Slotti. War das nicht so, dass es 4 Teigtaschen gibt und jede kostet irgendwie 1 Slotti 25? Das wären ja dann bei 4 Teigtaschen nach Adam Riese genau 5 Slotti. Und Sie haben nicht zufällig Interesse an ein paar leckeren Kindern? So ein Zufall. Die kosten genau 5 Slotti. Aber Herr Rufus, Sie können uns doch nicht einfach so an fremde Leute verkaufen. Psst, jetzt. Das ist eine Erwachsenenunterhaltung. Keine Sorge, Junge. Ich bin nicht interessiert daran, mir von irgendeinem dahergelaufenen Dummkopf Kinder andrehen zu lassen. Ich will ja nicht so enden wie meine Mutter. Yummy, 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 lecker Kinderchen. Jetzt neu. Ich hab's dir schon mal gesagt. Ich bin nicht interessiert an deinen Belgern. Wenn ich wollte, könnte ich ein ganzes Getreidesilo voll von den Dingern haben. Aber ich habe mich nun einmal für die Karriere entschieden. Der ist jetzt nebenberuflich Charterpilot. Ach, cool. Ja, ich wusste, dass der eigentlich mal vorhatte, einen Pilotenschein zu machen, ja. Aber ja, wie es halt immer so ist, ne, man verliert das ja irgendwie aus den Augen. Ja, finde ich cool. Schön. Freut mich. Er hatte damals schon so viel Spaß dran. Also, hat schon positiv davon gesprochen die ganze Zeit. Cool. Leihen Sie mir Ihre 5 Slotti? Nein. Ich will sie behalten. Ach, nun seien Sie doch nicht so. Was bringt denn aller Reichtum der Welt, wenn man ihn nicht mit seinen Freunden teilt? Ganz einfach. Ich liebe es, wenn sich Leute für mich zum Affen machen. Was
soll das denn? Ich mache mich zum Affen. Dann haben Sie Ihren Willen und könnten mir eigentlich Ihre 5 Slotti geben. Also für mich klang das mehr nach einer verrosteten Wasserleitung. Heißt das, ich habe mich vollkommen umsonst erniedrigt? Nein. Keine Sorge. Um sich zu erniedrigen, braucht man zunächst einmal ein gewisses Niveau. Genau, und das ist keine Creme. Da gibt es tatsächlich ein tanzendes Äffchen. Du meinst das Äffchen beim Leierkasten, Mann? Das habe ich schon gesehen. Es ist ein erbärmliches Äffchen, kann nicht mal tanzen. Da spare ich lieber. Wofür brauchen Sie gleich die 5 Slotti? Ich behalte sie. Ich liebe es, wenn Sie... Ich muss gehen. Aber warum denn? Es war doch gerade so nett und... Moment mal. Ist das Wasser hier gerade wärmer geworden? Wie gesagt, ich muss los. Gott zum Gruße. Schön. Oh mein, oh mein, oh mein. Schönes E-Boot. Du spinnst, Rolfi. Millionen? Nur weil ich entschieden habe, mich in Zukunft vegetarisch zu ernähren? Genau deshalb. Du bist nun mal ein Schleimmonster. Und Schleimmonster essen Kinder. Ich kann mich ändern. So. Das trifft das aber gut. Das ziehst du niemals durch. Wie damals die Sache mit deinem Fernstudium. Wir werden das sehen. Na dann, guten Appetit. Ich für meinen Teil hau mir jetzt ein paar Kinderärmchen auf den Grill. Mach das. Ich penne erstmal eine Runde. Versuch den Mund diesmal nicht so weit offen zu lassen. Am Ende schwimmen dir noch ein paar Kinder rein. Du mich auch. Dette legt. Nein. Aus. Hoki, Platz. Sitz. Das nicht. Hoch. Erstmal gehen wir hier noch auf ein Ei. Sumpfschnabeltier. Ich wette, ich gehe jetzt wieder von der falschen Seite ran. Es war so klar. Ew. Das sieht ja... Uff. Alter, das sieht schon gefährlich aus, du. Ein Raum voller Möglichkeiten, oh ja. Ideale Stelle für ein Nachtlager. Ja, natürlich. Entweder die wiederholen gerade die 2. Staffel von Schwarzer Bär um Mitternacht in seiner Höhle oder der Kasten ist aus. Der Strom ist alle. Na dann. Jetzt ist der Strom bestimmt an. Der Empfang hier unten ist ja wirklich unter aller Hirschkuh. Ich kann nicht mal erkennen, auf welches Tor die Weißen spielen. Uff. Okay, hier könnten wir jetzt die Antenne von dem anderen Rufus gebrauchen. Vielleicht sollten wir dann also tatsächlich erstmal rübergehen, weil wir dort vielleicht dann die Antenne mit dem Flugzeug kombinieren können. Das Flugzeug schieben wir dann hier runter in den Gully. Und dann kriegen wir das bei Rufus in die Hände reingespielt. Das könnte doch passen, oder? Na, was sagt der Mensch dazu? Wenn das nicht der ideale Platz für ein gemütliches Nachtlager ist, dann weiß ich auch nicht. Sind Sie sicher? Na klar. Es ist windgeschützt, überdacht. Es bietet Sitzgelegenheiten. Was will man mehr? Nun ja, es wirkt irgendwie bedrohlich. Bittchen Angst. Du sagst es, Gretchen. Wer garantiert uns, dass da keine gefährlichen Monster im Dunkeln lauern? Monster? Na, ihr seid ja vielleicht Idioten. Sowas wie Monster gibt es doch gar nicht.
Außer natürlich diesem Rieseninsekt, das mich vorhin fast umgebracht hätte. Oh, ihr hättet mal seine Zähne sehen sollen. Die Greifwerkzeuge und die langen Beine. Oh. Oh Gott, ich könnte mir jetzt noch in die Hose scheißen, wenn ich nur dran denke. Aber das war ja dort drüben. Irgendwo auf der anderen Seite dieser dunklen, weit auseinanderstehenden Rohre da. Was wollte ich doch gleich? Die wollten uns erklären, warum das hier ein geeignetes Nachtlager ist. Ah, ja, das Nachtlager. Ja, also, das ist doch super, oder? Aber es ist dunkel und kalt. Boah, ey, neckerkatze24.de. neckerkatze24.de. Kann das mal bitte jemand nachgucken, ob es das schon gibt? Hey, hey, und ohne sie abzubrechen. Das dürfte eine Premiere sein. Das stimmt, das dürfte es. Und was, frage ich Sie, gibt es Leckereres als ein Fleisch im Teigmantel? Wie das duftet. Eine Kochshow? Genau das Richtige zum Einschlafen. Wo sollen wir hier denn schlafen, Herr Rufus? Es ist viel zu kalt und dunkel. So, Rotzis, Schlafenszeit. Aber es ist dunkel und kalt. Bittchen an. Oh, Neckerka. Okay, schade. Ist also nicht vergeben. Schade. Okay. Nur bei der oberen Steckdose steckt eine Sicherung. Ist ja auch mehr als genug. Obwohl, warte mal. Lass uns mal die Sicherung rausziehen, ohne Strom abzuschalten. Nee, die steckt zu fest. Kein Wunder. Die Dinger sind so gebaut, dass sie nur bei Stromspitzen aus der Fassung fliegen. Schade, dass Strom nicht in lustigen Farben geliefert wird. Dann würde man immer gleich sehen, wenn welcher fließt. Und man müsste sich das nicht erst mühsam ertasten. Naja, genau. Ja, hab schon verstanden. Die ist noch offen. Die Domain. Ich hätte halt nur gefeiert, wenn sie schon vergeben gewesen wäre. Und dann vielleicht halt irgendwie auf die Deponia-Seite oder auf Dedelic oder sowas verwiesen hätte. Halt so ein kleiner Joke. Hätte ich schon gefeiert, muss ich sagen. Schade, dass Strom nicht in lustigen wird man. Da gehört eine Sicherung rein. Oder wahlweise einer dieser praktischen Stromumkehrer, die in diesem Spiel bislang enttäuschend spärlich gesät sind. Stimmt, ja, da gab's bloß einen. Ja gut, dann hüpfen wir doch mal hier in das aussätzigen Dorf. Genau, das hat. Ist das Goon? Ist das da oben Goon? Goon! Gronk! Alter Hauding! Na? Türsteher! E gleich mal C Quadrat. Ja, nö, ist klar. Ja, Alter. Der Kerl wirkt zwar groß und bedrohlich, aber vielleicht steht er nur irgendwo drauf. Ja, du hast mich ertappt. Ha. Ich stehe auf einem Typen, der sich an mir vorbeischleichen wollte. Oh. Ha! Wo wohl die anderen beiden Ichs gelandet sind? Da gucken wir gleich nochmal, ob wir da jetzt hier eventuell. Mit solchen Typen kann man nicht verhandeln. Die kennen nur eine einzige Sprache: Irisch. Okay. Ach so. Hiermit erkläre ich meine Suche nach dem fehlenden Glied zwischen Mensch und Affe für beendet. Denn von so einem möchte ich gar nicht abstammen. Was für ein lustiges Äffchen. Ich bin kein Affe. Und es spricht. Kannst du noch andere Tricks? Ich kann dir dein Nasenbein ins Gehirn rammen, wenn du unbedingt willst. Ja. Ich dachte eigentlich sowas wie mit Köteln werfen oder so. Irgendwas Lustiges halt.
Was kostet es, das Äffchen tanzen zu sehen? 5 Slotti. Und wenn ich ihm eine Erdnuss mitbringe? Hey, ich bin kein Affe und der Preis ist nicht verhandelbar. Wow, es kann sprechen. Na gut, sagen wir 2 Erdnüsse. Bei der Musik kann man ja ein Auge zudrücken, aber an dem Show-Act muss noch ein bisschen gefeilt werden. Was ist denn jetzt schon wieder? Herr Rufus, wir kommen nicht hoch. Wer sagt denn, dass ihr hier hoch sollt? Wir müssen bei Ihnen bleiben. Hier ist es viel zu gefährlich für Kinder wie uns. Ach, ist doch dummes Zeug. Gefährlichkeit ist wie Gespenster. Sowas gibt's gar nicht. Und hier schon gar nicht. Die ganze Gegend voller netter Leute. Na los, geht pielen. Hey, psst. Bitte was? Mitschnacker? Oh, warte mal. Mitschnacker, das ist doch auch aus irgendeinem Lied. Niedlich. Die haben ja schon Freunde gefunden. Ja. Schön. Haben sie schon Freunde gefunden, ja? Moment mal. Diese Obdachlosen kenne ich doch. So, jetzt warte aber mal. Alter Haudegen, was machst du denn hier? Alter, ich wollte vorbeilaufen. Oh nein, alles nur das nicht. Hallo, Grog. Weit davon entfernt. Himmel, Gon, warum bist du denn so schroff zu dem armen Mann? Also ehrlich, er hat leider gute Gründe. Wir waren mal richtig dicke Kumpels. Was? Waren wir nicht? Wir hatten sogar ein Hip-Hop-Projekt am Laufen. Hatten wir nicht? Aber dann habe ich ihn einfach sitzen lassen. Ich mache mir bis heute die entsetzlichsten Vorwürfe. Wovon redest du denn da? Ich habe 3 verdammte Kreuze gemacht, als du endlich weg warst. Ja, ich weiß. Du bist verbittert. Umso besser, dass wir uns wieder treffen. Ich habe so einiges wieder gut zu machen. Ich verstehe nur, Seilbahnhof. Wo habe ich nur meine Manieren gelassen? Du hast mich noch gar nicht deiner reizenden Begleiterin vorgestellt. Muss das sein? Aber gut. Na gut. June, das hier ist Rufus. Rufus, das hier ist June. Meine Freundin. Freut mich sehr, Rufus. Jetzt mal nicht so voreilig. Meine Freundin. Ein Mitschnacker ist doch eigentlich jemand, der Kinder anspricht. Hat er ja gemacht. Hat er gemacht. Dann muss ich mir noch mal die alten Lieder anhören. Schnacken, die kommen ja aus dem... Ah, nee, warte mal, das war... War das von Fettes Brot oder war das von... Von Fanta 4. Muss ich mal sehen, ob ich das rauskriege. Dann kann ich es ja noch mal teilen. Ja, komm, dann quatschen wir noch kurz, ne? Und dann ist die Folge vorbei. Denkst auch Fettes Brot, ne? Also zumindest irgendwas mit Schnacker. Weil, ne, Schnacken ist ja normal. Ach ja, die guten alten Zeiten, ne? Die langen Gespräche über soziales Gefälle. Ein wärmendes Lagerfeuer. Freestylen an der Kaimauer. Das ist doch gerade mal ein paar Tage her. Ja, das waren Zeiten. Du hast meinen Regenschirm kaputt gemacht und mich gezwungen, einen Stiefel zu essen. Klingt so, als hättet ihr Spaß gehabt. Spaß? June, er ist komplett verrückt. Wir waren beide verrückt damals. Hat dir Goon nie von seinen legendären Streichen erzählt? Einmal... Da hat er sich als Penner verkleidet, um die armen Leute in den Slums zu ärgern. So war das doch gar nicht. Er hat sich sogar mit AA eingerieben, um genauso zu stinken wie die. June, glaub ihm kein Wort. Jetzt lass ihn doch mal ausreden. Es ist immerhin das erste Mal, dass ich einen deiner Freunde von früher kennenlerne. Er ist aber kein Freund von früher. Er war eher wie ein Wesen aus einem bizarren Paralleluniversum. Ja, Freunde. Solche Partys hatten wir damals auch. Solche Partys hatten wir damals auch. Wie ist es dir ergangen? Mal sehen. Also abgesehen davon, dass ich eine chronische Lungenentzündung davongetragen habe und dass es wirklich wehgetan hat, als sie mir die Schnürsenkel mit einer Sonde aus dem Darm entfernen mussten, finde ich, dass ich es ganz gut getroffen habe. Ich habe June kennengelernt. Wir sind jetzt schon fast eine Woche zusammen. Und statt jetzt
könnte ich nicht glücklicher sein. Nicht glücklicher? Ja, war gut. Habt ihr euch mal umgesehen? Hallo, ihr seid hier in der Gosse. Das ist uns egal. Hauptsache, wir haben uns. Aufhören, ich kann nicht mehr. Nein, sorry. Ich will mich nicht über das Elend anderer lustig machen. Wo ich mich doch so gebessert habe. Und das werde ich beweisen. Ich werde wieder gut machen, was ich dir angetan habe. Indem ich euch hier raushole. Jawohl. Aber so ist es doch, ne? Wenn man gut genug als Team arbeitet und zueinander hält, dann kann man so vieles in dieser Welt ohne Probleme bewältigen oder zumindest, selbst wenn man Probleme hat, dann hat man sich einander und kann sich einander stützen. Das ist doch schon schön. Auf jeden Fall besser als alleine mal gegen ihn zu laufen. Ihr so, beide seid so seid also zusammen, richtig ja? zusammen? Mhm. Ja, so mit allem drum und dran? Knick, knack? Ja, wir sind zusammen. Es ist einfach perfekt. Wie ist es mit dir und dieser Goal? Auch super. Auch knickknack. Hat sie immer noch diese Beschwerden? Ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, sie wurde doch manchmal urplötzlich so seltsam kindisch. Ach das. Sagen wir einfach, unsere Beziehung hat noch mal so richtig einen Neustart bekommen. Vor allem ihr Kopf. Und, ihr lebt in der Kanalisation? Das ist ja furchtbar. Keine Sorge. Uns geht es gut. Wir sind glücklich. Nein, 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 das geht so nicht. Ihr seid so tolle Leute. Ihr habt etwas Besseres verdient als ein Leben in der Kloake. Ein hübsches Stadthaus. Ach, was Haus? Eine Villa. Die schönste Hausvilla für das schönste Paar von Porta Fisco. Oh, das hast du aber lieb gesagt. Wisst ihr was? Ich werde euch helfen. Nein, 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 Rufus. Nein, wirklich. Wirklich, Rufus. Nicht helfen. Alles. Nur das nicht. Aber Grun, was ist denn los mit dir? Ich muss mich bei dir entschuldigen, Grun. Das letzte Mal habe ich dir ziemlich übel mitgespielt. Oh, ist das süß. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das wieder gut zu machen. Du könntest einfach verschwinden und uns in Ruhe lassen. Gut, was ist denn nur in dich gefahren? Ist schon in Ordnung, June. Ich kann ja verstehen, dass dein Freund Ressentiments gegen mich hegt. Ich habe ihn in der Vergangenheit schwer enttäuscht. Es ist kein Wunder, dass er meine Entschuldigung nicht annehmen will. Ich werde wohl ewig mit meinem schlechten Gewissen leben müssen. Du wirst es überleben, fürchte ich. Gun, er hat sich entschuldigt. Jetzt sag schon was. Ist ja gut. Rufus, ich bin dir nicht böse. Was auch immer du mir angetan hast. Im Endeffekt hat es dazu geführt... Ja, es hat dazu geführt, dass ich June kennenlernen durfte. Und dafür bin ich tatsächlich dankbar. Ach, wenn es doch so einfach wäre. Aber ich spüre, dass ich noch etwas für euch tun muss, um es wirklich wieder gut zu machen. Was? Nein, 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 nichts tun. Es ist gut, hörst du? Irgendetwas ganz, ganz Großes. Oh, Himmel. Das hat er gut drauf. Man merkt die Verzweiflung. Das hat er, das... super, Gronkh. Alles rein. Das passt total. Ich kaufte das absolut ab, dass du gerade hier um das Leben und das Wohlbefinden von euch beiden tierische Angst hast und alles daran setzen würdest, dass er euch nicht hilft und nichts gut macht. Ich kaufte das ich absolut ab. Ich stehe darauf, euch umgehend eine Freude zu machen. Nicht doch, Rufus. Das ist wirklich nicht nötig. Wir sind glücklich, so wie es ist. Wollt ihr nicht mal Kinder haben? Ja, klar. Glücklich im Rindstein. Ihr Spaßvögel. Aber mal im Ernst. Ich habe schon ein paar Ideen, wie ich euer Leben radikal verbessern kann. Radikal? Oh, Hilfe. Was hast du vor? Ich bin Muskel gerade vom Lachen. Sag ich nicht. Lasst euch einfach überraschen. Ist das nicht aufregend, Grun? Grun, zitterst du etwa? Oh, halt mich. Sag ich nicht. Ich bin deine Überraschung. Oh. Ich krieg wirklich gerade Muskelkater oder so, Kiefersperre. Wir sehen uns. Bitte gib uns wenigstens genug Zeit, die Helme rauszusuchen. Grun. Oh.
diesen schönen Worten. Ja, ach, guck mal, ne? Ah, ist das nicht schön, wie rührend er sich um die Kinder kümmert? Ah. Das machst du gut, Madeleine. Ah, so ein Guter. Ah, sieht man gleich, dass er so freundlich ist. Schön. Gut, also, vielen Dank fürs Zusehen. Und in der nächsten Folge gucken wir mal, vielleicht können wir jetzt, ne, wenn wir uns hier so dahinstellen und vielleicht hochrufen oder der andere halt durchguckt, vielleicht kriegen wir dann da ein paar Sachen ausgetauscht. Mal gucken. Schauen wir mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Hier, hier.